Egal, also passt auf, ey! Hey Leute, was geht denn bei euch ab hier, Mensch? Informationstag haben wir heute. Ich habe jetzt einfach ein Gameplay aufgenommen, guckt euch mal an. Und noch nicht mal eine Kamera, das ist so gemütlich, einfach nur zu labern. Mensch, ist das geil. Egal, also passt auf, ich habe sehr wichtige Informationen. Passt auf, ey! Information 1, ich... Was? Achso, ja, ich konnte gerade meine Schrift nicht lesen. Information 1, ich werde für lange Informationsvideos, das ist kein langes Informationsvideo hier, meine gute Kamera benutzen. Denn ihr meckert da immer rum mit der Qualität der anderen Kamera, der atomverseuchten Kamera. Ich werde die, meine Hard CV727 Panasonic nutzen. Zweitens, ich schaffe ja bei Gameplay, also ich bin ja bei Gameplay am Start, wisst ihr ja, und dort werdet ihr in Zukunft Samstag und Sonntags, wenn ihr wollt, vorbeischauen können. Da läuft nämlich laufen zwei Dauer-Let's Plays von mir, einmal State of Decay und das andere South Park. Es steht noch nicht ganz fest, ob das die beiden Spiele werden. Ich werde sie anspielen, 3 Folgen lang jeweils, und dann können die Zuschauer, also auch ihr, wenn ihr da vorbeischauen wollt, gucken. Also falls ihr einfach nicht genug von mir bekommen könnt, was ich mir natürlich nicht vorstellen kann, aber ja, da gibt es noch mehr Content von mir. Wie gesagt, South Park und State of Decay. Dann bin ich des Weiteren in der Gameplay Sims 4 WG. Da müsst ihr auch mal reinschauen. Ich habe gehört, dass ich in den ersten paar Folgen wohl schon als Luder mich irgendwie oute. Das finde ich ganz schön crank. Muss das sein? Naja. Beide Links, der Link zu Gameplay an sich und der Link zum ersten Video von Sims ist in der Videobeschreibung. Des Weiteren habe ich eine Facebook-Gruppe, die habe ich schon seit drei Wochen und da sind mittlerweile auch 500 Leute drin, also das ist eine Werbegruppe. Wenn ihr Werbung für eure Videos macht, dann tretet ruhig in die Gruppe ein, tretet die Gruppe zusammen, tretet der Gruppe bei, ich werde den Link der Gruppe in die Beschreibung setzen. Da könnt ihr dann einfach Werbung zu euren Videos machen. Die nächste Info, übernächsten Monat, am 7.11. bin ich in Heidelberg auf dem Alligator-Konzert, Akkordarbeit. Und vielleicht ist da jemand von euch da, vielleicht sieht man sich ja, ihr Säcke. Also macht mal was. Zusammen gezockt. Der nächste Community-Zusammen-Zock-Termin ist kommende Woche, Dienstag wieder. Das ist dann der 23. September. Wieder gegen Abend von 18 bis 19 Uhr, also eine Stunde später wie letztes Mal. Und ja, da spielen wir wieder. Das Spiel habe ich... Mann, bin ich behindert, ich habe mir jetzt gar kein Spiel ausgedacht. Wir werden alle Counter-Strike Source spielen. Bei Battlefield war ja das Problem, dass man mich nicht direkt finden konnte, wenn ihr jetzt nicht in meinem Team wart, dann hin und her. Und bei Counter-Strike Source sollte das ja kein Problem sein, da sieht man sich. Es ist wieder so wie letztes Mal, ich join vor, ihr kommt nach. Und dann wird von 18 bis 19 Uhr einfach aufgenommen. Und danach bin ich wahrscheinlich, könnte dienstags ganz gut aussehen, dass ich dann von 19 bis 20 Uhr noch im Teamspeak bin, die Daten fürs Teamspeak stehen auch unten in der Beschreibung und dann können wir einfach noch so im Teamspeak zusammen babbeln und zocken halt. Die letzte Information. Bald sind die 1000 Abonnenten erreicht. Noch 10 Abonnenten, also jetzt gerade am 27.09. um 14.23 Uhr. Noch 10 Abonnenten sind's. Ich habe die letzten eineinhalb Wochen nicht so Werbung gemacht, man hat's gemerkt. Dieser krasse Abo-Anstieg ist auch erstmal eingebrochen, was im Zuge eines Abo-Specials gar nicht so übel ist, weil ich nämlich noch gar nichts am Start habe. Aber die 1000 würde ich dann doch gerne bald erreichen, denn dann habe ich 1000. Und in dem Zuge, und das ist jetzt gleich mein letzter Punkt. Das ist der letzte Punkt. Ich bin ja bei Mediakraft und da habe ich jetzt auch, mein Kanal wurde analysiert von dem. Das ist so ein kleines Extra, was man eben hat. Und ja, und da wurde mir gesagt, was bei mir auf jeden Fall fehlt und was ich einbringen soll, sind diese Call-to-Action Sachen. Also, dass ich am Schluss sage, abonnieren, favorisieren, onanieren und so weiter. Das steht ja in meiner Endcard, also ist aber auch natürlich jetzt nicht so wirklich ernst gemeint, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja da eher witzig drin mit onanieren und kastrieren und bla bla bla. Ich bin ein extremer Gegner von sowas. Ich hasse es, wenn Leute sowas sagen am Schluss. Ja, und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, favorisieren. Aber anscheinend, also die Leute, die Analytiker von Mediakraft, meinen, dass es tatsächlich was bringt, wenn man das sagt. Und jetzt bin ich natürlich zwiegespalten. Was soll ich jetzt machen? Also, das geht ja gegen meine Religion praktisch. Ich versuche es einfach so lustig wie möglich dann vielleicht doch zu machen. So eine Art Abmoderation. Ich denke halt immer für mich, bei mir ist immer der Gedanke, warum sagt man das? Wenn sich jemand eine Folge von mir anschaut und ihm die gefällt, dann abonniert er von ganz alleine. Also ich musste noch nie sagen, abonniere mich. Und ich habe jetzt trotzdem fast 1000 Abonnenten. Und ich habe auch noch nie gesagt, Daumen hoch oder so eine Kacke. Weil wenn das jemand machen will, dann macht das von alleine. Daran muss ich ihn nicht erinnern. Schreibt mal hier unter das Video, ob ich das arg stören würde, wenn ich am Schluss irgendwie sowas sage. Von wegen, ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert mich oder sowas. Noch ein Punkt, der letzte Punkt. Ich hab sogar noch einen Punkt. Fick die Kacke. Viele schreiben immer, dass ich mehr Abonnenten verdient hätte und dass mein Content ganz gut ist und sowas. Und wie man mir denn helfen kann. Also es ist ganz einfach. Wenn ihr mir helfen wollt, dann helft ihr mir schon sehr viel, wenn ihr das Video tatsächlich einfach bis zum Ende durchschaut. Bis ganz zum Ende durchschauen. Natürlich Daumen hoch und teilen und hin und her, wenn euch irgendwas gefällt, auf Facebook teilen, weil dann... Ich hatte schon an ein paar Tagen, haben mir Leute
Leute geschrieben, hey, ich habe das und das von dir geteilt. Und das waren echt diese Tage, wo fett Abonnenten kamen. Weil wenn ihr das Zeug teilt und euren Freunden zeigt, die ähnlich gerne Videos schauen wie ihr auch, dann, ja, dann ist das natürlich bombastisch. Also so könnt ihr mir helfen, ja? Hört auf mir zu helfen. Ja, also ich kann mich nur immer wieder bei euch bedanken für die schöne Zusammenarbeit. Also wie schön ihr kommentiert, Daumen vergebt und sowas, das ist echt bombastisch, ja? Das wollte ich schon fast gut sagen, aber gut ist ja wohl stark untertrieben. Das ist geil. Genauso muss das sein, also vielen Dank. Und macht weiter so, ihr bombastischen ihr. So Leute, und falls ihr einen eigenen Custom Controller haben wollt, dann schaut mal unten in den Link in der Beschreibung. Da könnt ihr Custom Controller euch zusammenstecken lassen oder so, zusammenmalen lassen. Guckt mal rein. Ja, soweit so gut. Also jetzt könnt ihr einfach, ihr könnt jetzt schon den ersten Schritt machen, wenn ihr mir helfen wollt, ne? Einen Daumen nach oben geben, na? Oh Gott. Und das Video einfach zu Ende laufen lassen. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Man sieht sich, beziehungsweise hört sich dann am Dienstag. Ich freue mich schon auf euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Fick die Kacke, wey! Zombie bedeutet das Leben eines Mannes. Dafür wirst du bezahlen. Das wird reichen. Den Kopf verlieren. Eine exponentielle Lösung. Dafür wirst du bezahlt. In Sachen Fließbandarbeit habe ich von den Besten gelernt. Nur eine Verteidigungspolitik. Tod allen Zombies. Stirb nochmal. Und nochmal. Und nochmal. D mal P gleich mehr Punkte als ein Rockefeller. In Sachen Fließbandarbeit habe ich von den Besten gelernt. Ich hätte das Budget wohl nicht kürzen sollen.
keine Munition? Ich habe gerade erst angefangen. Damit kann ich leben. Nur eine Verteidigung. Allen Zombies. Seine Folgerungen erneut zu prüfen. Eine passende Medizin für ein unpassendes Leid. Lasst sie ruhig kommen. Meine Bewertung dieser Waffe ist durchaus positiv. Empfohlene Verwendung? Kurze, kontrollierte Feuerstöße für maximalen Schaden. Finger weg vom Mac. Könnte mich jemand wiederbeleben? Allein schaffe ich die nicht alle.